Okay. Ich schätze, wir vergeben jetzt unsere Rose, die wir haben. Und... Oh. Oh, Mr. Lantern. Gefällt mir gut, was Sie mit der Bar angestellt haben. Das hatte ich irgendwie vorher gar nicht im Kopf gehabt. Okay. Ich schätze, wir geben die Rose Steph, weil wir hatten schon, was das ganze Let's Play angeht, eigentlich sowieso... Wir haben uns für Steph entschieden, was in Episode 3 anging da, ne? Und wir haben mit ihrem Plattenladen quasi auch nochmal ein bisschen geflirtet. Ich finde, es klingt richtig, wenn ich Steph jetzt folgerichtig die Rose gebe. Ich möchte nochmal dazu sagen, ich liebe auch, also Wine ist wirklich super. Das hatte ich noch selten in einem Life is Strange Spiel, dass ich so beide Optionen, die man hatte, so richtig, dass ich beide so richtig, richtig mochte. Man könnte es vielleicht noch in Life is Strange 1 sagen, mit Chloe und Vaughn, aber da gab es nicht so wirklich eine Auswahl, weil, ganz ehrlich, Max hat Vaughn immer nur als Freund gesehen. Max hat nie wirklich starke Gefühle für Vaughn gehabt. Und ich weiß nicht, wie es mit Sean in Episode 2 aussah, zwischen Finn und Cassidy da, aber ich meine, Cassidy war auch schon eher die logischere Option, obwohl ich vom ganzen Liebestheater in Life is Strange 2 nicht so begeistert war. Finde ich schon interessanter hier. Also ja, wir geben die Rose Steph. Die ist für dich. Ist das dein Ernst? Ja, das ist es. Wow. Ich freue mich so sehr. Die versüßt mir echt den Abend. Das freut mich. Hey, sehen wir uns heute Abend nach der Show? Ich habe absolut krasse Neuigkeiten für dich, sagte sie überaus geheimnisvoll. Natürlich. Da fällt mir ein, Ryan sollte gleich fertig sein. Also bis gleich? Klar. Bis gleich. Okay. Ich denke, es lief echt gut, als ich Steph meine Rose gegeben habe. Kannst du mich hören? Ich sagte... Ach, vergiss es. Fuck, Alter. Sie hat mir eine Rose geschenkt. Leg dich mal lieber ins Zeug, Gingrich. Ich hoffe, ich bin bereit für... was auch immer ich da angefangen habe. Okay, sprich mit Ryan. Das machen wir später. Ich habe Mac schon eine Weile nicht mehr gesehen. Seine Lage hat sich nicht verbessert. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, wie es mit, Wine ist, denke ich. Finde ich nicht uninteressant. Mist. Hätte ich ihn. Sie kriegen es einfach nicht hin. Okay. Denkt er, dass ich denke, das wäre kein Date? Oh, sie kriegen den Dreh eines Tages raus. Oder auch nicht. Schauen wir uns jetzt hier in der Stadt um, oder? Worüber freust du dich? Ich habe dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Wegen dem Kuchen. Der Eiscremekuchen in Drachenform. Seit wir den haben, hat sich echt was verändert. Und diesmal war das deine Idee. Ich muss ständig daran denken. Wie wär's denn mit einer Schlosskuchenform? Ja, die sind echt inspiriert ja, das wäre super. Und wie wär's mit kleinen Schwertern statt normalen Messern? Oh mein Gott, wir könnten doch sogar selbst ein Lab veranstalten. Als Werbung. Oh, und wir könnten unser Treueprogramm Erfahrungspunkte nennen. Okay, pass genau auf. Eine komplette Fantasy-Umwandlung. Vergiss das mit der Lawine. Drachenschatz Eiscreme. Ich liebe dich, Schatz. Oh. Und ich dich, Erster. Tut mir leid. Entschuldigung, die waren gerade richtig in Fahrt. Worüber freust du dich? Ich habe dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Wegen dem Kuchen. Oh, jetzt müssen wir das Ganze nochmal hören. Wir sind Eiscreme-Genies. Wir haben es einfach drauf. Zeig den Bizeps, okay. Eiscreme-Lady. Und dies
Diesmal war das deine Idee. Ich höre es mir trotzdem nochmal ganz an. Ich muss ständig daran denken. Tja. Wie wär's denn mit einer Schlosskuchenform? Ja. Ja, das wäre super. Und wie wär's mit kleinen Schwertern statt normalen Messern? Okay. Ryan wartet wirklich auf mich. Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber... Du kannst selbst ein Lab veranstalten. Als Werbung. Oh, und wir könnten unser Treueprogramm Erfahrungspunkte... Aber wenn sie nicht gewollt hätten, dass ich mich genau hier erkunde, dann hätten sie es doch gar nicht erlaubt. Komplette Fantasy-Umwandlung. Vergiss das mit der Lawine. Drachenschatz Eiscreme. Ich liebe dich, Schatz. Und ich dich erst, Hase. Die waren schon fertig, ne? Ja, die waren fertig. Ach, Mist. Dann habe ich mir das Ganze umsonst angehört. Halb ein Flugbad. Hätte es selbst nicht besser sagen können. Happy Spring Festival. Fuck Typhon. Neuer Bergarbeiter. Nein, Mom, es ist kein Notfall. Mir geht es gut. Nur, Typhon ist echt... Ich weiß nicht. Er vertraut den Ganzen nicht, ja. Du weißt doch von unseren Verschwiegenheitserklärungen. Ich habe drüber nachgedacht und... Kannst du mal mit Onkel Rick reden? Er soll mal prüfen, ob das legal ist. Oh. Nein, Mom, bitte tu das nicht. Ruf ihn morgen an. Ist bestimmt alles okay. Er hat auf jeden Fall seine Zweifel. Vielleicht sollte ich ihn in seinen Zweifeln bestärken. Oh ja, die veranstalten hier ein großes Fest. Ja, es ist schön. Vorhin fand auf der Hauptstraße ein Freilufttheater statt und jetzt... Der ist auch nur die ganze Zeit am Telefonieren, der macht nichts anderes. Ich weiß mal, weiß ich. Der sollte sich mal weniger mit seiner Mom telefonieren, ganz ehrlich. Es war nur ein Bier, Mom. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Kann man sich ja kaum anhören. Typhon ist nicht normal. Es war ein Fehler, herzuziehen. Alter, hau ab, solange du noch kannst. Herzuziehen war vielleicht nicht ein Fehler, aber mit Typhon sich einzulassen vielleicht eher. Aber das ist, vielleicht konnte es auch nicht wissen. Wo soll man das wissen, wenn man neu in eine Stadt zieht? Oh. Mist. Ich frage mich, wie weit ich hier gehen kann. Morgen, große Eröffnung. Ach, der deiner Käufer. Suppe und Salat gratis für Frühlingsfestteilnehmer. Ich bin froh, dass jemand den Diner wieder eröffnet. Bei der großen Eröffnung darf nichts schiefgehen. Die Leute werden nicht ewig nachsichtig sein. Vielleicht ja doch. Mit kostenlosem Essen kommt man in Haven weit. Ich nehme einen Coupon. Es gibt keine Coupons. Sag mir einfach deinen Namen. Ich erinnere mich schon. Ah, krass, hat er. Okay. Alex Chen. Fotografisches Gedächtnis? Alex Chen. Haben wir uns heute nicht schon unterhalten? Weiß ich nicht. Mann, ich bin so dumm. Druck Coupons aus, hat sie gesagt. Ich merke mir das schon, hab ich gesagt. Totale Selbstüberschätzung. Naja, du könntest ja was auf mein Blog posten. Für einen Kommentar gibt's einen Rabatt. Oh, gute Idee, Kleine. Viel Glück damit. Bei der großen Eröffnung darf nichts schief gehen. Cool. Möge das beste Kleinstadt-Diner gewinnen. Born Beer Diner is returning. Mhm. Cool. Wow, ich kann mich wirklich weit bewegen. Scheiße, ist das euer Ernst? Eine Kralle? Eine scheiß A-Kralle an meinem Auto? Okay, also darf ich jetzt nicht mehr da parken, wo ich normalerweise parke, nur weil wir verfluchte Blumen feiern müssen? Ey, Kralle, du kannst mich! Glaubst du, du machst die Welt zu einem besseren Ort? Glaubst du etwa tatsächlich, du dienst den Bürgern? Du bist ein verfluchtes Werkzeug des Establishments!
Du bist nur ein Rad in der Maschine, du Scheißmetallstück! Schade, dass ich mit meinen Emotionen keine Türen aufschließen kann. Eins, zwei, drei, ich kontrolliere mich. Eins, zwei, Scheiße, ich kontrolliere einen Scheiß! Sorry, Alter, wir alle mussten da schon durch. Wow, Alter. Uff. Das Black Lantern ist bestimmt geschlossen. Nein, ist es nicht. Will ich denn jetzt schon ins Black Lantern reingehen? Okay, nee. Halb im Flugblatt. Nachbarn? Nicht euer Ernst. Eigentlich soll ich ja mit Ryan sprechen. Aber ich habe so große Möglichkeiten, mich umzuschauen. Schauen wir doch mal. Heute Abend sind richtig viele Leute auf der Hauptstraße. Okay. Oh, ich glaube, das sind die beiden. Ich guck gleich nochmal drauf. Sogar Steffs Schilder sind krass. Okay, jetzt bin ich in ein Schild verknallt. Locker bleiben, Alex. Geschlossen. Falls ihr Musik braucht, seht mir heute Abend auf dem Fest zu, Steph. Plaudernde Frau. Hab eine Überraschung für dich. Ist es eine gute oder eine schlechte? Ich spiele jetzt Moondrop Ranch. Oh, die beiden. Nicht dein Ernst. Ich fange was mit Melody an. Der Krankenschwester, die ist so süß. Ich will ganz ehrlich sein. Das Spiel ist super. Ich liebe dich. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so anmachen würde, wenn er mein Lieblingsspiel spielt. Aber man lernt nie aus. Rose abgeholt und ausgeliefert. Möge Gott mir beistehen. Nettes Blumen, wir haben heute zur Feier des jährlichen Frühlingsfestes früher geschlossen. Bitte kommen Sie an unserem Wagen auf dem Festplatz vorbei und holen Sie eine Rose für jemand Besonderen. Alles Liebe, Eleanor. Warte. Ist da jemand hinter der Brücke der Blumen? Ist etwas spät für eine Busfahrt. Ist das Wiley? Nee. Soll ich jetzt schon mit Wiley reden? Ja, ist vielleicht besser so. Ich meine, es ist gerade nicht eine Hauptquest, also ich gehe davon aus, dass ich es machen kann. Lass sie nicht allein gehen. Da ist sie. Sieht voll bepackt und bereit aus. Okay. Ja, ich hab's mir gedacht, viel weiter als hier kann ich nicht hingehen. Es ist soweit. Ich warte an der Bushaltestelle. Jetzt beginnt ein völlig neues Leben für mich. Das Gefühl kenne ich. Ja. Hey, Ray. Wir reden nochmal mit ihr. Oh, hi Alex. Was machst du hier? Ich gehe nur spazieren. Und du? Der Frau kann man nichts erzählen. Mein Bus kommt heute Abend und ich konnte es nicht ertragen, mich von allen zu verabschieden. Verstehe ich. Neues Leben für dich, Wiley. Okay. Ich werde diese Stadt vermissen. Und am meisten meine Oma, natürlich. Vielleicht soll sie es wissen von ihrer Krankheit. Ich hoffe, Oma kommt zurecht. Sie ist gesund, aber manchmal frage ich mich, ob sie wirklich alleine sein sollte. Sollte man ihr sagen. Eleanor verheimlicht ihren Zustand. Aber Riley würde es bestimmt wissen wollen. Was soll ich tun?
Es wird über Gehen und Bleiben entscheiden. Wenn ich das Geheimnis bewahre, wird sie bleiben. Wenn ich es erzähle, wird sie bleiben. Wenn ich das Geheimnis bewahre, wird sie es nie wissen. Und Eleanor wird ganz auf sich gestellt sein, aber ich meine, sie wollte es ihr nicht erzählen. Eleanor hat sich die ganze Zeit Gedanken gemacht. Einerseits ist es ihre Privatangelegenheit. Und Wiley hat recht damit, dass sie selbstlos ist. Aber ich möchte ihr eigentlich erzählen. Ich möchte es ihr erzählen, aber andererseits vermiese ich vielleicht ihre Zukunftschancen. Ich glaube, ich erzähle es ihr. Einfach nur, weil ich dran denke, dass Dev die Stadt auch mal verlassen wollte und ich glaube, sie war nicht unglücklich, dass sie geblieben ist. Und ich glaube, sie würde noch Zeit mit ihr verbringen wollen würden. Wenn sie wüsste, dass sie wenig Zeit hat, oder? Sie kann ja immer noch entscheiden, was sie für sich tun möchte. Ich erzähl's ihr. Riley, ich glaube, du solltest etwas wissen. Es ist eine lange Geschichte, aber ich glaube, dass deine Großmutter Alzheimer hat. Es tut mir leid. Ich weiß, das ist gerade echt ein bisschen viel. Oh Gott. Ich hab's vermutet, aber ich muss nach Hause mit Oma darüber reden. Danke. Ganz im Ernst, Alex. Es war sicher nicht leicht, mir das zu sagen. Ich würde ihr aber gerne noch was dazu sagen. Viel Glück. Ich würde ihr gerne noch sagen, wie sehr sie sich fürchtet, dass Wiley das rausbekommt. Das hätte ich noch gern gesagt. Weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Warum steht das nicht als Notiz oder so da? Das ist doch gar nicht so unwichtig. Vielleicht hätte man das auch nach dem Gespräch noch machen können, aber Mensch. Stolze Großeltern und gesetzlicher Vormund hat, wie es aussieht, nicht mehr auf den Sticker gepasst. Ich habe noch nie ein Frühlingsfest verpasst. Noch nie. Oh, Schatz. Die ersten Stunden bist du doch noch da. Und das war ganz sicher nicht das letzte Frühlingsfest. Weißt du was, Oma? Ich warte einfach an der Haltestelle und vermeide die Parade der Verabschiedungen. Ich sag keinem was. Sie hat's versprochen. Deswegen wollte ich es nicht sagen. Kann man ja selbst Richter darüber sein und entscheiden, ob das richtig war, es ihr zu erzählen oder nicht. Einerseits sind Privatsachen privat, aber ich glaube, es ist. Ich weiß nicht, ich mache Entscheidungen für Eleanor. Das gefällt mir nicht so ganz. Aber ich glaube, sie sollte mal nicht selbstlos sein. Freunde. Slap hat echt Spaß gemacht. Ja, total. Glaubst du, beim Fest gibt's noch was zu essen? Hast du Hunger? Dachte, du würdest das wollen. Ja, vielleicht. Vielleicht? Naja, nicht wirklich. Trotzdem, danke. Klar. Diese beiden. Cool. Der Arme. Verdammt, ich stehe einfach total auf diesen Deppen. Was soll ich nur tun? Keine leichte Situation. Oh Gott, ich mag sie einfach so sehr. Was soll ich nur tun? Moment, die stehen beide aufeinander? Kommt schon, Leute. Seit ich sie vorhin allein gelassen habe, habe ich nicht mehr mit Charlotte gesprochen. Hoffentlich geht's ihr gut. Hoffe ich auch.
Reden wir doch mal mit den beiden hier. Zeit, sich einzumischen. Zum Wohl der Allgemeinheit natürlich. Hey, Macht einfach endlich rum. Ich glaube, ich sag das. Dieses Paar. Es ist das Frühlingsfest. Und ihr fahrt offensichtlich mega aufeinander ab. Macht einfach endlich rum. Was? Ganz genau. Ist das so offensichtlich? Was meinst du denn damit? Scheiße. Julia, ich will das nicht versauen. Was ist offensichtlich? Reden wir über dieselbe Sache? Pass auf. Wären wir nicht auf offener Straße, würde ich dich jetzt anspringen. Die beiden. Ich. Willst du vielleicht heute Abend mit zu mir kommen? Oh mein Gott, ja, auf jeden Fall. Oh. Diese beiden. Bei ihr, heute Nacht. Viel Glück dabei, du wirst es brauchen. Ich werde ihm den Kopf verdrehen. Los, tu es. Amor ist gerade nicht da. Also hilft Alex Chen kurz mal aus. Das ist witzig. Oh, okay. Ich konnte nicht, lass mich das zusammenfassen, nicht in die Apotheke. Ich konnte nicht in den Plattenladen. Bei der Brücke war ich schon. Ich schätze, ich gehe ins Black Lantern rein, bevor ich mit Brian rede. Hat sie nicht gesagt, dass hier ganz viele Leute auf der Straße waren? Ich sehe überhaupt gar keine, außer die beiden da hinten. Also ich will nur ganz kurz gucken, habe ich vielleicht irgendwen noch übersehen? Oh Gott. Sieht nicht so aus. Nö. Nö, hier ist niemand. Okay. Wollte nur mal wissen. Ich sollte mich vor der Show noch mit Ryan abstimmen. Ich weiß. Ich mache nur vorher ein paar Kleinigkeiten, die ich noch erledigen muss, ja. Gehen wir jetzt Black Lantern. Und dann reden wir mit Ryan.